Beim Marathon war ich mir auch sicher, dass die üblichen Mitläufer nicht dabei sind. Also was ich weiß, stellen wir uns vor, der Lugner mit seinem Katze beim Marathon. Sie speibt vor dem Start das erste Mal. Er rennt überhaupt in die falsche Richtung. Habt ihr auch zu irgendeiner Kamera? Oder die österreichischen Politiker? Was sind rennt der Strache? Kann man nicht sagen. Der rennt so weit rechts außen, den sieht man nicht. Es spricht also einiges für die Teilnahme an einem Marathonlauf. Aber dafür muss man sich nicht in neonbunte Gewänder zwängen und durch die Massen drängen. Denn schließlich, so meint zumindest die Kabarettistin Angelika Niedetzki, ist das ganze Leben ein einziger Marathonlauf. Oder vielleicht dann am Sonntag, wenn es nicht regnet. Nein, es fängt doch in der Früh schon an. Vom Bett ins Bad, ins Büro, zum Billa, zum Pilates, zum Botox, zum Bettenreiter. Und dann mit den Kindern vom Taekwondo zum Tennis, zum Tanzen, zum Turnen, zum Traumen, zum Treuen in die Triangelstunde. Und dann haben wir mit dem Hund aus, mit dem Hund eine, zum Hofer, zum Herd, der Hühnersuppen, Herr Schägnädel, einen Hollersoft, zur Hirnprofessen, aus, aus die Heils, aufs Heisel, hörst du mir die Haxen weh. Wenn ein Tag lang wird und man dasselbe, wenn es so monoton wird, das ist für mich das Schlimmste, was es gibt. So von 9 bis 5 in einem Büro sitzen zum Beispiel. Das habe ich eh nicht oft gemacht. Aber sowas auch in der Beziehung, wenn es einmal ein paar Jahre lang dauert, ich meine, da tat jeder lügen, wenn er sagt, das ist alles immer nur lustig und hüpf, hüpf. Da gibt es Längen. Männer saufen sich die Frauen schön, Frauen reden sich die Männer schön, saufen dann so, aber trotzdem dabei, wäre doch jetzt es leichter. Echt fett. Begonnen hat die Karriere der Oberösterreicherin mit der TV-Serie Echt Fett an der Seite von Robert Palfrader. Es folgten Auftritte in anderen Kabarett- und Comedy-Formaten wie Dorfers Donnerstalk und Schlawiner, ein Engagement im Simpel und erste Filmrollen, wie etwa in der Komödie Die unbeabsichtigte Entführung der Frau Elfriede Ott. Wenn das nicht der Kantus ist. Auf der Bühne, das ist halt komplett ein anderes Arbeiten, nona. Weil du das Publikum hast, weil du direkt sofort eine Reaktion spürst. Und die schönste Reaktion, die es für mich gibt, ist ein Lachen. Ich bin ein Mädchen aus Christkirchen und arbeite als Putzfrau beim Griechen gleich ums Eck. Marathon, Angelika Niedetzkis erstes Kabarett-Solo, zu sehen ab morgen im Wiener Stadtsaal. Da waren die Aktien weg.